Willkommen zur Wiener Börseparty auf Audio CD.at. Heute ist Mittwoch, der 21. August 2024 und mein Name ist immer noch Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. An meine Ohren lasse ich nur Wasser und Audio CD. Heute geht es unter anderem um die beiden 2019er IPOs Addiko Bank und Marinomed. Dies und mehr in der Wiener Börseparty mit dem Motto Market. Here's Market and Me, podcasting for equity. With Homie B. Hey, den Zeitgeist, ja, ein Modethema, Modethema, Modethema. Ja, die Börse als Modethema und die Wiener Börseparty folgen im August. Die sind präsentiert von Wienerberger und Radatz. Und der WU-Chor hat ATX rauf angesungen, denn der ATX ist jetzt um 13 Uhr um 0,37% im Plus bei 3.652 Punkten. Top-Performer der Private Investor Relations Group sind zum Doppel mit plus 1,1% und die BAWAG wieder mal mit plus 0,9%. Politisch, Wahlen kommen, hört man sehr viel. Der Herr Babler ist ganz klar wirtschaftsfeindlich, viel wirtschaftsfeindlicher, als man geglaubt hätte. Weniger Arbeitszeit, Unternehmenssteuern rauf. Und der Herbert Kickl ist überraschend, ja, wirtschaftsfreundlich. Schauen wir mal, was da mal rauskommen wird. Unternehmensseite kann man Kapstreife kommen. Die haben im ersten Quartal 2024 den Umsatz um 5% auf 139 Millionen Euro steigern können. EBIT in etwa so wie im Vorjahr minus und zwar heuer 3,4 Millionen. Im Vorjahr waren es 3,3 Millionen, aber Sondereffekte belasteten 7 Millionen Euro kostet circa die Endkonsolidierung in Afrika. Ohne dieses Special wäre quasi die operative Performance deutlich positiv ausgefallen und man sieht damit erste Erfolge der Restrukturierung und der Kosteneinsparungen. Die Gesamtjahresprognose ist bestätigt worden und Raiffeisen Research sieht die Rentabilität zufriedenstellend. Gestern haben wir eingeladen zum Privataktionärstag des Flughafen Wiens. Die Aktie hat dann auch noch gleich ein All-Time-High geschafft, was natürlich eine schöne Untermauerung ist für ein tolles Unternehmen. Und es haben sich erfreulicherweise sehr, sehr viele Leute angemeldet. Da sage ich mal Danke ans Unternehmen, dass das an unseren Kreis auch gegangen ist. Und natürlich auch Danke an die Hörerinnen und Hörer fürs Interesse an den börsennotierten Unternehmen. Aber das überrascht mich natürlich überhaupt nicht. Dazu sind wir ja da. Main Event, zweimal 2019er IPOs, wie ich es erwähnt habe. Zunächst einmal die Addiko Bank. Die haben jetzt keine Übernahme. Nämlich die Nova Ljubljanska Banker, die hat ja geboten, und zwar 22 Euro, wollten dafür Mindestannahmeschwelle 75%, all or none, haben nur circa die Hälfte geschafft und jetzt gibt es das nicht. Die Aktie ist jetzt wieder auf 18,4 Euro zurückgefallen von etwas über 20 und auch das andere Angebot von der Agri Europe ist ausgelaufen. Damit ist die Aktie jetzt zwar günstiger, aber auch wieder frei. Für den Vorstand von der Addiko ist das internationale Investoreninteresse eine klare Bestätigung des Geschäftsmodells und der strategischen Ausrichtung. Und man freut sich darauf, die Position als führende Spezialbank für Consumer und SMI zu stärken. Jetzt Risikohinweis, ich habe für mein Wikifolio Stockpicking Österreich die Addiko-Position heute mit den neuen Kursen verdoppelt. Und nochmal Main Event, ja auch Marinomed hat Zahlen geliefert, die haben ein Sanierungsverfahren beantragt. Im ersten Halbjahr Umsätze von 2,5 Millionen Euro, muss man sagen, von nur 2,5 Millionen Euro, Rückgang von 53%. Hohe Lagerbestände bei Vermarktungspartnern, Betriebsergebnis minus 3,2 Millionen Euro. Und damit war auch letztendlich die Suche nach den kurzfristig benötigten Mitteln zur Liquiditätssicherung im Mittelpunkt. Das ist jetzt nicht gut gelungen, insofern Beantragung. Sanierungsverfahren, wir haben berichtet, die Aktie ist mittlerweile umgereiht worden von der Wiener Börse aus dem ATX Prime in den Standard Market Continuous. Und man wird auch schauen, dass man da letztendlich weiterhin spart, dass die Sanierung gelingen kann. Man wird auch nicht mehr
Quartalsberichte machen, sondern einfach nach UGB das tun, was notwendig ist. Das ist auch wichtig. Und ich hatte heute für eine Börse-People-Folge, die wir in der kommenden Woche senden werden, nämlich konkret am Montag, den Ricardo José Viberal zu Gast. Er ist der CEO des KSV 1870 und ich habe ihn zu Marinomed befragt. Wir sprechen jetzt Mitte August. Die Folge wird auch Mitte August zeitnah gesendet. Da findet man im Einstiegsblog auf eurer Seite auch die Marinomed, börsennotiert. Die bieten laut der Information, die auch vom Unternehmen kommt, zu 20% Quote momentan. Hast du da eine Meinung zum Unternehmen? Kommentiert sie eigentlich so einzelne Cases? Auf der Homepage ist es sehr ausführlich und wichtig dargestellt. Was uns sehr wichtig ist, dass wir, ja, wir kommentieren solche Unternehmen, aber 100% faktenbasiert. Mhm. Also wovon wir uns distanzieren, ist von Polemik, Eigeninterpretation und so weiter. Ja, das dürft gar nicht. Das dürfen und wollen wir nicht. Ja, haust die Marke zusammen seit 1870. Genau, also wir möchten unsere Marke schon sehr bewahren. Ja. Und Meinung haben wir auch, also meine persönliche Meinung zu einer Marinomed ist, dass das ein innovatives Unternehmen ist. Mhm. Ja. Und dass es schön wäre, wenn man dieses Innovativ oder diesen Innovationskraft und diese Innovationen, die in diesem Unternehmen stecken, dass die weitergeführt werden. Mhm. Was aus dem Insolvenzverfahren rauskommt, werden wir sehen. Ich drücke fest die Daumen. Also vielleicht wird es eine Zotter oder eine Schwedenbombe. Das wäre schön. Würde mich sehr freuen, ja, weil umso mehr wir solche österreichischen Unternehmen haben, die den Mut haben und auch den Mut zum Aufstehen haben und Wiederaufstehen haben, da müssen wir sie alle dazu animieren und bestmöglich unterstützen. Ja, danke dafür. Den ganzen Podcast, wie gesagt, ab Montag unter audio-cd.de/people. Und auf der KSV-Homepage, wie erwähnt, ist ein Eintrag zur Marinomed da, die passiver sind. Dann rund 25 Millionen Euro im Liquidationsfall. Geht es dann um rund 31 Millionen Euro als Schätzung. Betroffene Gläubiger 185. Das Unternehmen bietet den Gläubigern eine Sanierungsplanquote von 20%. Wie gesagt, die Daumen sind da gedrückt, dass es eine Fortführung gibt, denn ich habe es immer wieder erwähnt und ich freue mich auch, dass der KSV-CEO das ähnlich sieht. Ein tolles Unternehmen mit guten Assets. Und finally noch Research. Raiffeisen Research bestätigt Kaufen für Wienerberger. Reduziert das Kursziel von 37 auf 35 Euro. Und die Analysten von New Ways, und da kommen wir nochmal zum Flughafen, bestätigen Hold und Kursziel 59 Euro für den Vienna International Airport und dessen Aktien. So, das war's für heute. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss und Baba.